Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Modded. Ja Leute, ich muss mal kurz zurechtfinden. Ich habe mal die letzten 2-3 Minuten der alten Folge angeguckt. Sind einige Tage vergangen im Relive. Ihr seht, die sind auch vollgeballert. Und wir wollen ja noch überlegen, wo wir uns hinpflanzen erstmal. Gut, wir werden jetzt erstmal kurz zu unserer Butze gehen. Was wir verkaufen können, können wir dann noch eben zu dem Händler da oben bringen. Und dann nehmen wir mal die wichtigsten Klamotten mit. Da steht doch glatt ein Bandit rum, sehe ich gerade. Kleines Arschloch. Jetzt eben hier nur die Karre rum. Ja, warum läufst du ja nicht mal durch? That's equal. Boah, das waren jetzt 2 Headies, ey. Gefährlich, gefährlich. Oh, 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 oh. Na, geht doch. Geht doch. Na gut, dass wir eh das Inventar voller als voll haben, ne? Na, das ist dumm, weil ich die ganze Scheiße hab, die... Zack. So, nun aber. Ja, wie gesagt, mal kurz zur Kiste, gucken, was wir jetzt noch verticken können. Ja, scheiße, Eier jetzt. Und was ich mir überlegt habe, wir haben ja da in der Höhle, ich weiß gar nicht, ob wir da in der Kiste auch was drin gelassen haben. Auf jeden Fall gehe ich die Richtung halt erstmal. Ich muss mal gleich checken, ob wir hier schon Mini-Boot-Bike hatten. Ich glaube nicht. Aha. Oder was ich mir überlegt habe, bevor ich jetzt hier groß jetzt irgendwie was buddel oder so, um Screamer-Zombies abzuhalten. Da hinten ist ja auch der Bunker gewesen. Den könnten wir natürlich auch zur Not einnehmen. Was schlecht ist ja nicht, da brauchst du nur oben ein paar Spikes hinstellen. Unten die Forges rein. Das sollte reichen. Um damit so ein paar Screamer erstmal klar zu kommen. Außerdem ist es halt ja auch nicht so schlimm, wenn die mal ein kleines Hörtchen rufen. Gut, jetzt muss ich aber gleich erstmal gucken, was wir da jetzt in der Kiste haben, was ich mitnehmen kann. Da ist so die Hütte schon. Dann gehen wir einmal hoch zum Händler, verticken das Zeug, was wir noch verticken können. Einfach um ein bisschen Platz zu haben. Stehen die einfach auf hier, ey. Da hat mich auch noch einer angeschrien. Ja, irgendwie immer Party, ne? Wenn du erstmal ein paar Tage offline warst, dann sind immer gleich ein paar Zombies am Start hier, wenn du dich einloggst. Was ist mit dir jetzt? Ach, vergiss es, ey.
Boah, voll das Gedöns, ey, Hammer. Ja, kriegen wir auf jeden Fall nichts mit. Auch nicht alles mit. Ich werde jetzt hier mal eben reinknallen, damit wir sehen, was wir. Doppelt haben. So. Das können wir auf jeden Fall verticken. Das kann ich ausgraben, ey. Jetzt müssen wir hier mal knallhart. Außer den Hammer können wir verticken. Die müssen wir behalten, die Lucille. Wir wissen ja nicht, was hier unser Spikey ist. Ja, muss ich erstmal wieder reinkommen, ne? Jetzt die Schaufel können wir auch weghauen. Räder, ich muss mal erst gucken. Am Minibug buchen wir noch nicht. Ja, ist jetzt nicht gerade viel, was wir verkaufen können, ne? Plant Fiber können wir natürlich erstmal squabben. Den kann ich auf jeden Fall mal. Wieso kann ich den nicht reparieren? Achso, wir brauchen Leder und keinen. Da haben wir noch einen. Können wir also einfach ticken. Ja, macht das mal eben kurz ready hier, Leute. Da braucht man Fortschritt Iron noch nicht. Haben wir nichts, ne? Fortschritt Iron. Doch, haben wir noch. Dann mach's fertig alles. So. Perfekt, den behalten wir. Gut, nochmal eben schnell durchziehen hier. Crossbow hatten wir auch noch nicht, ne? Ah ja, Schatzkarten hätten wir ohne. Da müssen eigentlich jetzt noch den Schatz ausbuddeln, der da ist, ey. Ja, ihr seht, wir müssen halt erstmal irgendwo jetzt uns eine kleine Hütte hinbauen. Oder halt den Bunker da einnehmen. Weil wir kommen sonst hier nicht zu Rande. Wir sind die ganze Zeit damit mehr im Hin- und Herrennen zwischen unseren Kisten und sowas beschäftigt wie alles andere. Klar könnten wir jetzt erst hier bleiben und die Stadt da ein bisschen looten. Wie gesagt, der Bunker wäre gar nicht schlecht. So, ich kann ja noch mal kurz gucken, aber ich glaube, die hatten alle nichts, ne? Doch, der hatte noch die, genau die Steel Fire Axe. Ja, bis ich 420 machen kann, ne? Komm, scheiß drauf, ich kauf's, ey. Das Stil auch da vielleicht. Ja, hat er sogar. Ja. Kann ich ja die, die wir vorhin gefunden haben, auch noch verticken. Ja, egal. Wir werden jetzt erstmal die Richtung gehen, wie es schon die ganze Zeit geplant war, wo wir uns eigentlich hinbauen wollten. Ob ich mich da jetzt Endeffekt hinbaue, muss ich mal gucken. Ja, dann komm doch auch her, ey. Hab ich mir schon gedacht. Was mit der hatte doch auch noch Wasser hier, ne?
Oh, ihr seht, wie die Zeit rennt, ne? Schon wieder 11 Uhr, bis wir da sind und ach. Schon wieder eine Wanderhorde oder was? So, neun Stil. Ja genau, kann ich die nämlich wieder verticken hier. Was gibt die denn? 238. Ich kann da mal ein investieren, mal gucken. 600, ihr seht, der lohnt sich schon, der eine. Weil einer kostet 90. Gut, die verticken wir auf jeden Fall gleich. Holz lasse ich auch mal hier. Beziehungsweise können wir schon mal Woodframes rausmachen. So. Holz können wir uns da hinten dann neues kloppen. 34 Stoff ist jetzt auch nicht der Burner. Da mache ich gleich mal Leder draus. Cobblestone ist natürlich. Concrete Mix muss ich eigentlich auch mitnehmen. Obwohl die 80 kann ich später auch noch holen, genau wie die Waffenteile. Wir müssen eh zweimal rennen, wenn wir nicht drum rumkommen. Keine Parts. Zu essen, ja. Guck mal, das Geld kann ich noch verkaufen. Das lasse ich erstmal jetzt hier. Das können wir bei der zweiten Tour da machen, was wir noch verticken können. Wasser. Das. So, Stonies. Clay. Da haben wir nochmal. 602 Hämmer. Super. Den nehmen wir schon mal direkt mit. Genau wie den Landclaim-Block, den muss ich setzen. Duct Tape nehmen wir auch schon mal mit. Snowboards, Gläser. Ist nicht so wichtig. Minus 6. 14, 14. Plus 1. Minus 11. Was macht der noch? Oh, die kurze Hose. Machen wir das einfach mal so. Was ist denn da für Gebiet? Wald, oder? Wo war das denn? Hier müsste der Bunker sein. Ja, ist jetzt auch nicht so weit weg, aber können wir da doch nochmal schnell hin und zurück rennen. Können wir auch schon mal mitnehmen. Ich habe eher das Holz weggeballert. Gut, dann nehme ich die beiden Sachen schon mal mit. Nehme ich das auch noch mit. Nehmen wir das noch mit. Pfeile sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Jetzt habe ich das Holz schon alles weggeballert. Haben wir echt noch kein Crossbow? Nee. Naja, so machen wir es mal. Wie gesagt, wir müssen eh noch mal hier hin, also. Kommen wir nicht drum rum. Mein Gott. Wenn wir uns auch gar nicht mit irgendwas aufhalten hier. Und dann direkt straight durchmarschieren. Aber wir können das auf jeden Fall mal so machen. Naja, das ist nur ein kleiner Umweg. Dann können wir noch ein bisschen die Karte aufdecken. Da müssen wir halt gucken, dass wir den Bunker eingenommen kriegen heute noch.
ein bisschen Holz organisieren dann, dass ich da eben kurz ein paar Kisten mache und so weiter. Da müssen wir gucken, dass wir ein paar Spikes machen. Deswegen auch die Steel Fire Axe gar nicht schlecht. Oh, Nester hier ohne Ende. Ja, ein bisschen Hunger haben wir. Also können wir ein bisschen Stamina regenerieren. Ja, in der Nacht werde ich dann mal in Ruhe gucken, was jetzt skilltechnisch ausschaut. Oder kann ich auch gleich mal eben kurz einen Blick. So, mal schauen. Schrei mir nicht ins Ohr. Ja, Tag 9, dann vielleicht noch mal die Klamotten zusammenholen. Wie gesagt, sicher müssen wir an dem Bunker nicht. Wir müssen halt einfach nur Spikes oben setzen. Oben das Haus könnte man vielleicht noch absichern, aber ob sie das jetzt zerkloppen oder nicht. Wir müssen halt nur eine Hedge setzen, vielleicht noch mal einen zweiten Ausgang hinten machen. Aber das werdet ihr dann sehen. Das ist kein Thema. Problem ist halt, es könnten sein, dass Military-Zombie ist nicht das Problem, was dann Feral-Zombie bei wäre, bei dem Bunker. Deswegen hatte ich das ja, hatte ja schon mal überlegt, dahin zu gehen, aber da hatte ich ja darauf hingewiesen und habe es sein gelassen. Das könnte halt zum Problem werden. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Stamina regenerieren, aber wir haben keinen Schmacht mehr. Und ich muss ein bisschen auf die Tiere achten, ne? Nicht, dass wir jetzt hier in so einen Wolf reinrennen. Ein Notfallbier haben wir noch. Ja, und da müssen wir halt erstmal looten, ne? Ganz einfach, der Kiste. Was ist hier los? Ihr seht es mit den Schatten, ne? Wenn so, dann ist alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, dass man sondern bei irgendwas nachlädt dann, oder? Ich lasse an, weil ganz jetzt ohne Schatten sieht das Spiel auch bescheiden aus. Es war es überhaupt ein Bunker? Das ist die ganz andere Frage, wenn ich das gerade da so sehe. Da ist auf jeden Fall schon mal unsere Höhle da rechts. Ja, sonst müssen wir uns zur Not halt da irgendwas hinbauen. Wie gesagt, wir könnten da uns da in den Fels reinbauen. Nur da ist dann die Absicherung gegen... Oh, dich nehme ich mit. Die Absicherung gegen Screamer. Ja, was ist denn los, Junge? Gegen Screamer-Zombies halt. Wieder mit mehr Aufwand verbunden. Deswegen hat die Überlegung, hier den Bunker zu nehmen. Wenn es ein Bunker ist, werden sie es gleich sehen. Das ist auf jeden Fall ein Bunker. Ja Leute, dann drückt mal die Daumen, dass wir jetzt hier nicht ein... Feral Zombie erwischen. Da liegt sogar nur normal herum.
Das heißt ja auch nicht unbedingt was. Hier könnte man halt den zweiten Eingang bzw. Ausgang machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn nicht. Was schön ist, hier ist aber auch nicht viel Zeug. Hier, was kann man schön schnell clean, den Bereich hier. Hallo? Ist auch nur normaler. Ja, ihr wisst ja, ich spawn einfach wieder nach, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja? Kann natürlich auch sein, dass unten im Bunker gleich noch was ist. Zombie-technisch. Mach's auf jeden Fall schon mal hier komplett auf erstmal. Schon mal die Türrahmen raus. Mein Gott. Oh, nice. Bräuchte mal eben eine Kiste. Warum bist du Favorit, ey? Einfach erstmal an der Wand, ist egal. So. Ja, ich werde hier gleich schon mal eben ein bisschen mindestens hier um die Hütte rum schon mal ein bisschen aufräumen. Weil da könnte man natürlich auch schon direkt für die Nacht ein paar Hotspikes setzen. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen Holz für. Seht, mit der Axt auch nicht das Problem. Ja, natürlich könnten wir hier komplett Holz-Spikes drum setzen, auch um den Zaun erstmal. Er hält zwar nicht viel aus, der Zaun, aber hält natürlich Wanderhorn trotzdem erstmal ein Stück weit ab. Oder beziehungsweise laufen sie dran rum und gehen kaputt eventuell, wenn wir da halt durch den springenden Zombie gehört. Komplett Holzspikes rumziehen. Aber wir gehen jetzt erstmal runter. Gut, wir haben auch schon 16 Uhr in-game, also bevor wir runtergehen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Natürlich auch dumm, das mit der Axt hier zu machen, aber gut. Bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir in den Bunker reingehen. Bis dann.